Zwei-Pol-Theorie ein bisschen anders angewendet. Also nochmal, das ist Aufgabe 62, nochmal Zwei-Pol-Theorie. Und die Idee ist jetzt wieder, dass wir Zwei-Pol-Theorie so auf die Art und Weise nutzen, dass wir versuchen, immer Stromquellen in Spannungsquellen umzuwandeln, also reale Spannungsquellen in reale Stromquellen und umgekehrt, so dass halt Spannungsquellen in Reihe geschaltet sind, sodass man sie zusammenfassen kann, und Stromquellen parallel geschaltet sind, sodass man sie zusammenfassen kann. Und jetzt arbeiten wir uns einfach ja, von links nach rechts, von rechts nach links, wie auch immer, irgendwie vor. Also ich fange mal hier an. Hier haben wir ja eine Spannungsquelle und wir haben einen Widerstand parallel. So, die beiden Widerstände können wir nicht zusammenfassen jetzt, weil die beiden nicht direkt parallel sind, weil hier noch diese Spannungsquelle ist. Wenn wir jetzt aber diese Spannungsquelle, ich markiere die mal halt hier so ein bisschen blau, wenn wir jetzt diese Spannungsquelle in eine Stromquelle umwandeln, dann sind die beiden Widerstände auf einmal parallel, dann können wir die halt zusammenfassen. So, also wandeln wir mal das Blaue in eine Stromquelle um. Wenn der Spannungspfeil da oben nach unten zeigt, in welche Richtung müsste hier der Strompfeil zeigen? Entgegengesetzt, ja, also zeigt er halt hier nach oben. So, das ist immer noch der Widerstand R1 und zudem hätten wir jetzt eben parallel diesen Widerstand R2 und dann können wir genau die beiden zusammenfassen und dann haben wir ja schon mal was gewonnen und gekonnt, weil wir halt was vereinfacht haben. So, also das wäre der Widerstand R2 und das hier vorne ist jetzt die Quelle, die nenne ich mal IQ1. So, und IQ1 können wir einfach mit dem Ohmschen Gesetz ausrechnen. Das wäre UQ1 durch R1. Und das ist jetzt hier schön einfach, viel einfacher als das Beispiel, was wir letzte Woche hatten. Weil letzte Woche hatten wir keine Zahlenwerte, da musste man das immer als Formel hinschreiben. Hier können wir einfach rechnen, 4 Volt durch die 20 Ohm. Und das sind, naja, ein Fünftel, 0,2 Volt durch Ohm ergibt Ampere. Ja, weil das sind ja Volt pro Ampere, kürze ich die Volt weg, bleiben Ampere über. Ja, und hier kann man halt rechnen, okay, 20 durch 4 sind ein Fünftel, sind 0,2. Okay, so, und diese beiden Widerstände hier zusammengefasst im Sinne dieser Parallelschaltung schreibe ich hin, ist R1, 2 sind, naja, R1 parallel R2 können wir uns wahrscheinlich schenken, sind halt 10 Ohm. Die wir ja eben auch schon mal irgendwo hatten, ne? Die 10 Ohm tauchten ja eben auch schon mal auf. So, jetzt haben wir ja zu dieser Schaltung in Reihe die nächste Quelle. Also die hier oben, die markiere ich vielleicht mal in Rot. Ja, jetzt würde halt diese Quelle mit dazukommen. So, das kriegen wir jetzt nicht so richtig gut zusammengefasst, weil das ist ja eine Stromquelle, das ist eine Spannungsquelle, die sind beide in Reihe geschaltet. Jetzt müssten wir diese Stromquelle erstmal wieder in eine Spannungsquelle umwandeln. Also nehme ich jetzt diesen blauen Teil und wandle den in eine Spannungsquelle um. Wenn der Strompfeil hier nach oben zeigt, dann muss jetzt der Spannungsfeil wieder nach unten zeigen und das hier ist jetzt gleich natürlich der zusammengefasste Widerstand, der Widerstand R1,2. Und das waren die 10 Ohm. Und das ist jetzt hier, ja, UQ1, nenne ich mal UQ, na, ja, weiß nicht, UQ1,2 ist irgendwie auch komisch. Ich nenne es mal UQ1', weil es ist ja nicht das gleiche UQ1, was wir hier haben. Weil wir haben jetzt diese beiden Widerstände zusammengefasst. Ja, also wenn wir das jetzt umrechnen, müssen wir halt rechnen, das wäre jetzt IQ1 mal R1,2. Also 0,2 Ampere mal 10 Ohm macht 2 Volt. So, und da können wir jetzt dann die nächste Quelle in Reihe schalten, diese rote Quelle. Und im Prinzip auch gleich diesen roten Widerstand, der ist ja auch in Reihe geschaltet, ne? Den kriegen wir da gleich noch mit dran. Das passt jetzt diesmal ganz gut. Also das ist UQ2 und das ist der Widerstand R3. So, und die können wir jetzt alle natürlich wunderbar zusammenfassen, zu einer Spannungsquelle und zu einem Widerstand.
Und ich überlege gerade, naja, den nächsten Widerstand, der passt noch nicht so richtig gut, weil der ist ja nicht in Reihe geschaltet. Also eine Quelle und ein Widerstand. Und diese eine Quelle hier, die nenne ich jetzt mal UQ12. Ja, die ergibt sich jetzt aus dieser Quelle und dann aber minus die, weil die halt in die andere Richtung zeigt, ne? Also UQ1' minus UQ2. Das Strich müsste eigentlich ein bisschen tiefer sein in dem Index sein, aber das können wir uns jetzt vorstellen. So, und das wären dann 2 Volt, das hier oben sind 3 Volt, also da kommt auch minus 1 Volt raus. Und hier haben wir jetzt R12, 10 Ohm in Reihe zu den 10 Ohm macht R123, nenne ich das mal, macht ja, wie gesagt, 20 Ohm. So, und das sieht jetzt auch erstmal schon mal total logisch aus, dass das so ist, weil jetzt sind wir wieder an diesen beiden Klemmen hier angekommen, an diesen, die ich vorher in der Schaltung grau markiert hatte. Ja, also wir sind jetzt wieder hier angekommen. Das heißt, wir sollten auch wieder die gleichen Parameter rausbekommen haben wie in der Rechnung vorher. Und jetzt können wir gucken, eine Seite hoch, hier haben wir auch minus 1 Volt rausbekommen und 20 Ohm rausbekommen. Als Ersatzinnenwiderstand und Ersatz Leerlauf, Spannung, Quellspannung für sozusagen die gleiche Zusammenschaltung. So, wie machen wir jetzt weiter? Also, wenn wir uns weiter vorarbeiten wollen, jetzt wäre ja der Widerstand zu diesem ganzen Dings parallel geschaltet, ja, weil ja da die gleiche Spannung drüber abfällt. Parallelschaltung kriegen wir wieder gut hin, indem wir Stromquelle, ja, das in eine Stromquelle umwandeln. Also wandeln wir das jetzt in eine Stromquelle um. Eine Stromquelle, die jetzt dementsprechend wieder nach oben zeigt, mit dem gleichen Widerstand hat, und der darf natürlich nicht in Reihe sein, sondern der muss jetzt parallel sein. Und dann kommt dazu der Widerstand R4. Also das sind jetzt hier diese grauen Klemmen sozusagen so gedacht. Da kommt jetzt noch der Widerstand R4 ran. Und dann können wir uns überlegen, dann wandeln wir das nochmal um und dann bauen wir die Quelle UQ3 dran und dann sind wir sozusagen fertig. So. Also, das ist jetzt die Quelle, wie nenne ich die? IQ12. Und die ergibt sich genauso wie hier umgerechnet das UQ12 durch das R123, weil das ist ja das, was wir umgerechnet haben. Also UQ12 geteilt durch das R123. Und das sind minus 1 Volt geteilt durch 20 Ohm. 1/21 0,05 Ampere und das noch mit einem Minus davor. So, der Widerstand hier sind trotzdem die 20 Ohm und das hier sind jetzt eben R4 sind 40 Ohm. Ich schreibe mal hier nochmal dran, das war das R123 ist gleich. So, und ja, das kann man jetzt irgendwie im Kopf blöd rechnen, das kann man gerne mal irgendwie hinschreiben. Also der Gesamtwiderstand hier jetzt R1, 2, 3, 4 sind jetzt die 20 parallel zu den 40. Also 20 Ohm mal 40 Ohm geteilt durch 20 Ohm plus 40 Ohm. Da kann man vielleicht einmal hier irgendwie eine Null rausstreichen und sozusagen einmal schon mal irgendwie einen Ohm wegkürzen. Und dann sind 2 mal 40 sind 80. 80 geteilt durch 6 sind 13,3 Periode 3, genau. So, Ohm muss ich hier noch irgendwie hinquetschen. So, 13,3 Periode 3 Ohm mit dem. So, und jetzt würden wir das, also jetzt sind wir ja sozusagen hier angekommen, inklusive dieses Widerstandes. Ja. Und jetzt kommt zudem wieder diese Spannungsquelle in Reihe. Und sowieso, weil das eine Spannungsquelle ist, müssten wir das jetzt wieder in eine Spannungsquelle umwandeln. Also wandeln wir das wieder in eine Spannungsquelle um.
dann haben wir eine Spannungsquelle, die wieder nach unten zeigt. Den gleichen Widerstand mit diesem 13,3 irgendwas oben in Reihe. Und hier wären jetzt unsere Klemmen, die wir vorher mal gedacht hatten, diese grauen Klemmen. Vielleicht sollte ich die deshalb auch wieder grau anmalen, um hier nicht zur vollkommenen Verwirrung beizutragen. So, dann ist da angeschlossen noch die Quelle UQ3, die nach links zeigt, so wie dort oben. Und dann sind diese offenen Klemmen, an denen die eigentlich gesuchte Spannung UX abfällt. So, und dann sieht man, dass es jetzt eigentlich hier jetzt vollkommen egal ist, wie groß dieser Widerstand R1, 2, 3, 4 ist mit seinen 13,3 Ohm, weil das ja hier die Leerlaufspannung ist, die wir suchen. Ja, und jetzt hier sowieso kein Strom fließt, der irgendwie einen Spannungsabfall verursacht an diesem Widerstand. Aber dieser Widerstand geht natürlich in die Umrechnung ein, wenn ich jetzt hier diese Quelle ausrechne. Ja, weil wenn ich die jetzt wieder ausrechne, wie nenne ich die jetzt? Die nenne ich jetzt UQ1, 2 hatten wir ja schon. Deswegen nenne ich die jetzt wieder UQ1. Also irgendwie, manchmal macht das Zeichentablet so komische Sachen. 1, 2 Strich. Ergibt sich eben aus dem IQ1, 2 mal den Widerstand hier. IQ1, 2 mal R1, 2, 3, 4. Und das wäre schlau, wenn man das jetzt einfach direkt halt in Zahlenwerten hinschreibt. 0,05 Ampere mal 13,3 Ohm. So, und da sollten wieder Volt rauskommen. Und das ist jetzt tatsächlich auch irgendwie ein fies, das jetzt im Kopf zu rechnen. Aber also es sind ja, das hier waren ja 20stel, ne? Also können wir halt sagen 13,3 und aus Ampere mal Ohm mache ich schon mal Volt und schreibe das mal hin als 20stel. Und jetzt könnte man bestimmt sagen, durch was könnte man das teilen? Zum Beispiel durch 3,3, ne? Oder halt irgendwie mit irgendwas Schlauem erweitern, damit man halt von diesen Brüchen wegkommt. Aber wenn ich jetzt halt rechnen würde, wie viel hier stecken halt 3,3 viermal drin und hier unten stecken sie halt sechsmal drin. Ja, man könnte es auch einfach in Taschenrechner eintippen und ausrechnen, aber irgendwie so Bruchrechnung. Ja, oder 6,6, wenn ich durch 6,6 kürze, hier oben stecken die 6,6 zweimal drin, hier unten stecken sie dreimal drin, also sind das minus 4 Drittel Volt oder minus 2, also minus 4 Sechstel Volt, minus 2 Drittel Volt. So, und zu diesen minus 2 Drittel Volt kommen jetzt eben noch die 3 Volt von da oben hinzu, sodass sich das UX eben ergibt aus den 3 Volt, also oder eben aus UQ3 plus UQ1, 2 Strich und das sind eben 3 Volt minus 2 Drittel Volt und das ergibt wieder 2 1 Drittel Volt oder eben 7 Drittel Volt oder eben 2,333 Volt. So, und dann sieht man, das ist jetzt eigentlich auch ein schöner Lösungsweg. Der ist jetzt vielleicht halt ein bisschen länger oder man müsste den jetzt noch ein bisschen kompakter aufschreiben, damit der halt wirklich schön ist. Der ist jetzt eben sehr ausführlich erklärt, damit das funktioniert. Ja, aber so wie letztes Mal schon diskutiert, Vorteil der Zweipoltheorie, ich habe da jetzt kein Gleichungssystem, sondern ich habe halt viele kleine, einfache Gleichungen, wo ich eigentlich immer nur Ohmsches Gesetz anwende. Parallelschaltung von Widerständen, Reihenschaltung von Widerständen, sozusagen Maschensatz, Knotensatz und eigentlich nur Ohmsches Gesetz. Ja, und dann immer erkennen, was ist zu wem in Reihe, was ist zu wem parallel, das stückchenweise umformen. Und dann kommt da am Ende eben auch irgendwie ein Ergebnis bei raus.